Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer neuen Staffel von Railroads Online. Ich hab's mir überlegt und ja, ich mach mal wieder Folgen zu Railroads Online. Denn mit den letzten Updates, es sind ja überraschenderweise doch ein paar kleinere gekommen, waren ein paar wichtige Sachen mit dabei, die mich dazu bewegt haben, dass wir vielleicht doch hier mal wieder was machen. Und zwar einerseits mit dem neuen Splines-Update können wir die ganzen alten Fahrzeuge drauf fahren. Und dann ist es so, dass wir jetzt leicht auch auffahren können und auf jeder Seite snappen können. Das wird das Bauen einfach viel, viel einfacher machen. Und was passiert ist, die Leute haben hier beim Startpunkt die Gleise hier weggenommen. Es ist ja alles weg, aber auch die, der Untergrund ist noch da, das finde ich ein bisschen mehr. Aber ja, wir werden hier nicht auf der alten Karte weiterspielen, wo wir jetzt hier gerade sind. Das ist ja komplett durchgespielt. Ich werde einen neuen Spielstand anfangen und alles nochmal komplett neu bauen. Ein paar Sachen natürlich anders. Aber ja, wir starten nochmal durch. Ich verspreche euch noch nicht, dass ich mit einem neuen Spielstand fertig spielen werde, dass ich wirklich alles verbinde. Das werden wir dann sehen. Vor allem ist dann auch die Frage, wie die Performance jetzt dann so sein wird. Überraschenderweise jetzt hier im alten Spielstand habe ich gerade schöne angenehme 30 FPS. Das, obwohl, glaube ich, alles auf maximal eingestellt ist. Schau mal, Grafik. Ja, alles auf episch. So. Ich hoffe, das bleibt so. Weil dann kann ich hier wirklich spielen. Ich würde sagen, ich starte mal den neuen Spielstand und dann geht's los hier in Railroads Online. So, da werden wir ein neuer Spielstand und. Ach ja, habe ich das lange nicht mehr so leer gesehen. Ja, also wir haben hier wieder unsere drei Gleise, die wir wieder verbinden sollten. Ist eigentlich nicht. Ich glaube aber, ich werde das wieder gleich anschließen wie vorher. Dann passt es hier auch mit dem Untergrund. Da hätte ich mir schon gern gewünscht, dass sie wenigstens da den Untergrund weggemacht hätten, dass man da hier was Eigenes machen kann. Aber ja, ist was ist. Wir wollen jetzt da mal dazu sein. Ich würde sagen, wir fahren hier erstmal mit dem mittleren Gleis. Nehmen wir mal mit hier. Ob ich das mit dem noch drauf habe. So, wir werden jetzt aber erstmal den Zirkelmodus dafür nutzen. Können wir hier wesentlich sauberer bauen. Jetzt schauen, mittleres Gleis. Ich würde sagen ungefähr. Warte mal. Ich glaube, wir gehen mal 40 Meter. Jetzt. Genau 40 geht es. Oh, genau 40. Dankeschön. Und ist gerade. Ausrichtung 90 Grad. Okay, das sind jetzt genau 40 Meter. So, dann probieren wir das jetzt gleich mal mit der Weiche aus. Wir brauchen Weiche rechts. Und jetzt kann man hier mit den Umtasten Stepping Point ändern. Der Stepping Point ist immer der, der uns da gerade so schön anschaut. So, tun wir das mal hier drehen. Perfekt. Und dann hätte ich das gern da angesnappt. Bitte, dankeschön. Nice. Cool. So, und jetzt sollte das ziemlich easy sein. Lass mal hier snappen. Bist du? Hier. Und den Zirkelmodus aus. Und verbinden das da mit dem Gleis. Und dann sollte er uns eine richtig schöne Kurve machen. Cool. Sehr gut. Ja, also ich muss schon sagen, wenn das so easy geht, dann werde ich erstmal keine Cheat-Software verwenden, um es mal so zu sagen, also wie Railroads Online Extended und das Tool von Minizwerk. Beim Minizwerk habe ich ja da meistens die Kurven und so generiert. Ich glaube, das geht jetzt hier in-game einfach ein bisschen leichter. Railroads Online Extended wiederum werde ich mal noch überlegen, weil das ist dann zum Fliegen und zum schnell von A nach B kommen eigentlich noch ganz praktisch. So, der bauen wir es hier noch weg. So, und hier machen wir Weichen links. Ja, so. Machen wir den Snapping Point auf. Dann. Cool. Ja, dann sieht das wieder sauber aus. Und da würde ich gerne mal noch ein bisschen gerade fahren. Wollen wir da mit der Kurven anfangen.
Cool. Artikel muss an, wenn wir hier schön gerade sind. Ich würde sagen, wir fahren mal so. Also bis hier. Steppen. Und was A toll ist, dass endlich das Baumenü offen bleibt, wenn man hier neue Abschnitte baut. Dass man nicht wieder reingehen muss. Ich weiß, das Feature gibt es schon ein bisschen länger im Beta-Branch. Aber das ist einfach so ein Quality of Life Improvement, wo man einfach viel, viel besser durchkommt mit dem Bauen. Ja, ich würde sagen, das lassen wir mal so. Ah, was ich jetzt auch noch gleich testen will, ist das Re-Railing, also das Aufgleisen. Ob das jetzt wieder sauber geht, weil ich habe da in den Kommentaren gesehen, beziehungsweise im Forum, dass es da Probleme gibt. Wir nehmen jetzt mal den hier. Okay. Dann lass das gerade instant runter. Ist bedürftig? Okay. Aber es funktioniert. Erstmal. Ist die Mechanik noch die gleiche? Ja. Ich muss es einfach nochmal checken, jetzt habe ich den Doppelbauer nicht mehr gespielt, aber eigentlich ist ja nicht so viel passiert. So, dann können wir dann die Betze dort anmachen und gut ist. Was mir jetzt gerade einfällt. Railroads Online Extended wäre wegen der Minimap eigentlich ganz praktisch. Oh. Ah, ich glaube, die werden es mal doch reinbauen. Wegen der Minimap. Cool, und dann würde ich sagen, gehen wir auf der Höhe erstmal weiter. Wird spaßig werden. Ein bisschen vorausschauend planen. Ich glaube, ich möchte hier die Hauptstrecke durchgehen lassen. Dass wir hier eine große Abstellung haben. Dass wir nicht weiter hinten, wie bei der letzten Season, die große Durchfahrt haben, sondern dass alles immer hier durchgehen muss. Das heißt, wir werden jetzt mal strategisch hier weiter rausfahren, also viel weiter rausfahren. So. Ein bisschen rohes Gleis hier, ne? Was das weiteste ist, was geht. Was haben wir hier? Hier geht es ja dann. Stimmt, das ist vielleicht gar nicht mal so schlau, wenn wir so weit nach hinten gehen, weil sie da hier nach unten geht. Gleis, wo bist du? Dankeschön. Bist hier echt hoch. Mal halt bis hierhin als äußerstes. Nein! Hey, Jackie fest! Ach, shit! Ah, ich kann mich erinnern, bei meinem Update-Video war das dann auch so, wenn du das platziert hast und du bist da drin gewesen, dann bist du festgecheckt. Aber ich kann ja ein Wiesbaden machen. Ich kann das Gleis nicht neu machen. Ui, das kann noch nervig werden. Du musst jetzt für die paar hundert Meter wirklich neu laden. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Dankeschön. Das war nach Zeiten vor knapp einem Jahr, wo ich schon mit Railroads Online angefangen habe. Voll der Hype. Die ganzen schlimmen Dinge, die passiert sind. bin mal gespannt, wie es mit den Gleisen jetzt hier ist. Die Loks jetzt noch hier draufkleben oder nicht? Die Höhe bleibt mir gut, das Gleis ein bisschen hoch vor. Ich glaube erstmal hier für den Bahnhofsbleib. Bleib mal auf der Höhe. Ich werde dann später mal ein bisschen nach unten. Und hier schon mal abholzen, ob das schon mal erledigt ist. Und wenn das Abholzen nach wie vor einen Performance-Impact hat, dann werden wir immer ein bisschen sparsam sein. Wie kriege ich jetzt hier eine perfekte Kurve hin? In dem Winkel, wo ich das haben will. Jetzt hier mal in den Gleisbau gehen. Richtung 90.
genau in die Richtung. Ich eher so fahren. Warte, in die Richtung hier so. Ich möchte Richtung. Ist das hier höher? Ja, ich glaube, wir machen die Kurve jetzt mal hier so. Einmal mal kurz hier gerade, bitte. Nicht die gleiche Höhe. Aber wir schauen trotzdem mal, wie das wird. So, Zirkelmodus aus und hoffe, ich habe das jetzt weit genug gezogen. Sehr eng. Oh, das wird beschissene Kurve, das weiß ich jetzt schon. Ja, aber da macht er jetzt so den Ditch ein bisschen nach rechts rein. Und zieht dann die Kurve. Die auch. Die aus. Okay. Abreißen bitte. Dann ziehen wir sie halt doch von der Hand. Wird nicht ganz perfekt. Hat ja auch was ganz Gutes, weil ich glaube, die Eisenbahn damals war halt auch nicht perfekt. Bitte dran. Ja. Ausrichtung. Nice. Warte, schau mal, was du da für Kurve basteln würdest. Damit, Kurve. Ich würde sagen. Warum hast du jetzt da so einen Schlenker drin? Ah, das ist besser. 30. Bauen. Okay, gucken wir uns das mal an. Soweit. Cool. Ich mir das ein oder bist du hier enger werdet? Die Kurve an sich ist ja schon mega eng. Das machen wir auch nicht. Ah, da beschweren sich ja nur die großen Mucks. Okay, dann gehen wir jetzt hier. Nein! Nein! Oh Mann. Da werden die ganzen Segmente gelöscht. Ah, no. Okay, über das werde ich noch fluchen in der Zukunft. Da sehe ich mich schon. oh je, okay. Das heißt, kurze Segmente machen. Wenn ich hier so am Bastel bin. So, Ausrichtung 90. Machen wir das nochmal. Deckelmodus bitte. Steck schon wieder. Okay, ich muss mir das echt angewöhnen, dass ich nicht auf dem Gleis stehe. So. Kleine Segmente. Wieder rauf hier. So, Kurve. Zirkelmodus aus in Ausrichtung.
passiert? Ah, hier ist ja wirklich der Bereich, wo es so runtergeht. Wieso machst du jetzt hier schon wieder den Schlenker? Verstehe dich manchmal nicht. Meine, das sieht jetzt mal halbwegs okay aus. Gehen wir gerade mal mit den Artbolzen durch. Ist halt hier schon eine. Warte mal. Man machst du jetzt wieder den Schlenker hier rein? Nee. Okay. Es ist halt hier schon recht eng da. So, der Part, der gefällt mir viel besser. Das ist schon nicht 100% gleich hier. Aber hier das am Anfang 100 pro enger hier. Würde eher das schöner machen, wenn ich das im Zirkelmodus mache. Zirkelmodus jetzt nur dafür die Länge. Okay, wisst ihr was? Out of curiosity, ich mach mal ganz kurz eine alte Baumethode. Und zwar, warte mal, hier ist das hier hinten. Ich kann das nochmal abreißen. Wir machen das jetzt ab hier. Wenn wir das mal kurz abmessen. Und zwar Zirkelmodus. Hier mal 30 Meter in die Richtung. So 30. Auf 40. Ja, 40 jetzt. Komm, komm, komm. Es werden dann. Mann! Ah, Mann. So noch nicht gut mit dem neuen System. Also 40 Meter bitte. Okay. Cool. Dann einmal die Kreuzung. Das heißt, wir haben jetzt 40 Meter plus Kreuzung. Hier jetzt nochmal 40 Meter. Das wäre dann aber eine Kurve genau in dem da drauf. Richtig will ich eigentlich gar nicht. Könnten schon, aber ich glaube, ich will es gar nicht. So 40 Meter. Dann jetzt hier eine Kreuzung machen. Das hier wieder löschen. So, und dann müsst ihr jetzt eigentlich eine perfekte Kurve ziehen. Wenn ich die zwei Punkte verbinde. Das hat so beim Tool A vom Mini-Zwerg her funktioniert, beim Rechner, ich müsste das jetzt passen. Hopp. Step jetzt! So, freier Modus bitte, danke. Freier Modus habe ich gesagt. Nö, und der war da dran. Aha. Okay, guck mal. Das ist jetzt eine ziemlich enge Kurve. Die ist ja auch wieder enger werden. Kacke.
Heute ein bisschen zu früh verschrien da mit dem Tool von Windnetzwerk. Kann auch sein, dass ich hier mit den Einstellungen von den Splines hier nur irgendwie was falsch mache. Wie kriegen wir hier? Also ich krieg hier 60. Ist okay, aber hier der Anfangsknicks ist doch irgendwie heftiger. Wieso machst du das? Das mach ich falsch. Konstruktionsgitter. Das war neu mit dem Radius, ha? Einstellung plus die Ausrichtung. Wo tue ich jetzt komplizierte Konstruktion drehen? 4 bis 6. Steigung, Kurvenradius ändern 4 bis 6. Kurve an sich gefällt mir, aber das ist jetzt viel zu groß. Okay, dann werden wir das halt im Zirkelmodus machen. Ja, Leute, ich lerne das jetzt noch mit dem neuen Spline-Update, aber das wird dann schon. Sollen wir jetzt weiter zurückfahren? Irgendwie. Wie die Kurve noch hinkriegen hier. Okay, Zirkelmodus. So in die Richtung dann weiter. Okay, ich glaube, jetzt bin ich zufrieden. Ja, doch, können wir das mal hier abholzen. Ja, jetzt bin ich doch auch mit dem Anfang hier zufrieden. Die langen Loks sind dann, glaube ich, happy, wenn wir hier sanfte Kurven haben. Da können wir natürlich auch ein bisschen schneller fahren. Weg von dem Ganzen. Okay, das war die erste Kurve. Und viele kommen noch. Oh yeah.
Ah, das waren wieder gute Zeiten. Ausrichtung. Okay, wir haben jetzt natürlich hier so einen Pseudo-Winkel hier drin. Okay, tun wir mal hier verbinden. Ich hätte es jetzt gern straight weiter. Gibt es meinen Radius nicht? Aber wir können ja hier einfach auf außen gehen. Müsste ja gerade sein, oder? Ah, null. Entschuldigung. So, ziehen wir das mal hier weiter. Ich könnte natürlich hier den Bahnhof gerade direkt bauen, aber ich hätte da gern schon meine Hauptstrecke zum Holzlager. Soll ich jetzt mal schon mal die App laden, damit ich das gerade schon richtig baue? Okay, Leute, ich lade mal ganz kurz die Minimap. Ich hoffe, das funktioniert mit dem aktuellen Spielstand. Und dann komme ich gleich wieder. Und da bin ich wieder retour mit Rail Wars Online Extended. Und das war jetzt gerade ein bisschen ein Downer, weil ich mir dachte, okay, ich habe jetzt Rail Wars Online Extended gestartet. Kein Update, ist nichts passiert. Schau auf den Server und dann hat es geheißen, ja, Tom hat die Entwicklung erstmal eingestellt, passiert nichts mehr weiter. Wegen der letzten EU-Veröffentlichung etc. Die haben da wohl ziemlich Stress gekriegt. Das gleiche gilt auch für das Tool von Mini-Zwerg. Ist komplett down, kann man nicht mehr nutzen. Also Rainbows Online ohne Mods erstmal. Beziehungsweise, was hier noch geht, ist halt die Minimap. Aber wir sehen halt die Gleise nicht mehr. Wir sehen zwar da, wo unsere Sachen stehen, aber die Gleise nicht. Wir sehen uns selber noch und zumindest so kann es ein bisschen zur Orientierung nutzen, wo wir sind. Und wenn ich mich jetzt mal richtig ausrichte, dass ich jetzt mal hier so in die Richtung von dem Gleis schaue, dann kann ich jetzt auf meinen Monitor gucken. Also auf den anderen Monitor, den seht ihr jetzt gerade nicht, aber da habe ich die Minimap. Und da sieht es soweit gut aus. Wir müssen dann später mal ein bisschen einen kleinen Schlenker machen. Ich kann das jetzt erstmal hier ein bisschen ziehen. Nett machen, weil wenn ich dann hier wieder Veränderungen habe, wird da so ein Mega-Segment weg. Auf einen anderen Monitor habe. Das wollte noch ein bisschen ziehen und dann eine kleine Kurve machen. Also hier ziehe ich jetzt mal schön lang. Oh, ich würde so gerne ein bisschen schneller laufen können. Geht's jetzt dann bergauf gegen das Karte. Gut, auch rein aus Neugierde. Jetzt schaue ich mal, was wird, wenn wir hier weitergehen würden. Aber hier geht es dann nach oben und wie krass ist die Steigung. Da unten weiterfahren. Jetzt die Karte mal angucken. Nee, wir machen da eine Kurve, wir fahren da jetzt nicht gerade drauf. Gleis, wo bist du? Ach, da hinten bist du. Ich gehe weiter nach hinten. Da so plus, minus. Ah, Karte drin, man kann es aktualisieren. Zeige ich auch mal gerade, wo wir sind. Der kleine Punkt da in der Mitte. Jetzt ein bisschen. Dödele, dann Kurvenmodus. Dann wieder schön die Kurven hier rein.
machen bei mir auf dem Monitor, damit ich die Ausrichtung richtig habe. So, dann schaue ich jetzt genau in die Richtung. Ja, so ist okay. Tödele! Abholzen. Ich würde sagen, zum Abschluss der Folge werden wir hier mit der Betsy mal fahren. Schauen, wie das so ist. Das ist ganz blind hier. So, alles weg hier. Was ich jetzt noch gar nicht nachgeschaut habe, ist, ob wir jetzt hier die Loks, die neue Holztextur haben, die war so total beschissen bei den Devlogs ausgeschaut hat. Da wird jetzt auch nichts mehr rauskommen. So cool. Generell, ihr müsst mal sagen, ob ihr überhaupt jetzt wieder Railroads Online Folgen haben wollt. Oder wer sagt, du nee, von der Ruhe, lass mal. Und mal gucken, ob da mit dem Spiel überhaupt noch was weitergeht. Oder? Ja, mal Ruhe. Was machst du mal neu mit dem Spines Update? Und vielleicht tut sich währenddessen was. Und da kommen die Leute wieder zum Spielen und da gibt es vielleicht ein paar Updates. Vielleicht sogar eine neue Map, wobei das glaube ich jetzt nochmal noch gar nicht. Aber ja, dass das Spiel heute nicht tot ist, wer weiß. Etwas, was ich nicht vermisst habe hier. Das ist Bäume abholzen. Ja, aber eine coole Sache habe ich. Ich habe mal meinen Schallplattenspieler wieder ausgepackt. Und könnte ich zumindest bei Online-Sessions. Willst du nicht umfallen? So ein paar Country-Schallplatten auflegen. Das wär's dann ja. Ich glaube, den tun wir jetzt hier auch noch weg. Gut. Sehr gut. Ich wäre auch wieder dafür, wenn ihr sagt, ja, machen wir hier weiter, können wir vielleicht wieder Livestreams machen. Die waren witzig. Dass ich da nur so meine Episoden mache. Also ich werde sicherlich gemischt machen, wenn also Livestreams und Episoden. Manchmal habe ich so Momente, da will ich einfach für mich arbeiten. Und ist sicher dann auch langweilig, wenn ich dann 5000 Mal die gleiche Strecke fahre fürs Geld. Oh, eins machen wir jetzt. Wir machen jetzt hier die Weiche bewusst falsch. Ich will da testen. Das ist jetzt eigentlich eine kleine Verschwendung, dass wir hier die Betsy anfeuern wegen am Holz. Was war schon? Können wir eigentlich Betriebsgebäude? Ja genau, wir können ja die Brennholzanlage wieder bauen. Die brauchen wir noch irgendwie. Ups, das wollte ich gar nicht. Eine schlaue Location. Die wird dann irgendwo hier erstmal am Anfang sein. Und eine oben Holzfäller. So, das ist noch die alte Textur. Da bin ich mal sehr froh drum. Glück, bist du schon auf 100%? So, das braucht jetzt wieder einen kleinen Moment. Ich schon? Das wäre auch realistisch, weil jetzt hast du ja nichts drauf, aber die Glocke müsste ja gehen. Wie war das mit F, glaube ich? Ach ja, good old times. Oh, was ich jetzt natürlich mit dem Tool vom Minizeug nicht machen kann, ist hier die Betsy umbenennen. Hätte ich einen anderen Namen geben können. Bist du da bitte aufhören, bitte? Geht aber ziemlich lange noch. Okay. Good to know. Für euch gibt es aber ganz kurz einen kleinen Cut, bis die Betsy hier heiß ist. Und ja, dann machen wir eine kleine Tour zum Abschluss. So, da bin ich wieder. Und die Betsy ist heiß. Und ich würde sagen, erstmal Pfeife ausprobieren. Nice, funktioniert.
Mach Mama hier die kleine Tour. Zylinderhähne auf, Bremse runter, Steuerung voll nach vorne, wobei 40%. Ab geht's. Ja doch, jetzt kommt es langsam. Der tut es halt schon gut, ne? Und, Magic, haut's mich raus oder nicht? Oh, das ist ja kein echtes Auffahren. Dann irgendwie vermutlich ein Skip drin, also wenn das erkennt, dass falsch ist, dass es dann automatisch umliegt. Aber trotzdem. Ich schaue gar nichts. So, komm. Maximum Schmackes. Ja, mit Hauptmann. Ja, schöne Kurve. Gefällt. Ich weiß, weil hier kommt es so schlecht. Oder soll man das vielleicht auch schon zweigleisig machen? Wäre aber nicht mehr so eine gute Idee, oder? Andererseits eine kleine schnuckige Linie machen, eingleisig Verkehr. Ah, ich glaube, ich lasse es erstmal eingleisig. Zweigleisig kann man später noch ausbauen. Was dann braucht. Damals für Mini-Zweig, da gab es ja so wahnsinnige Karten, ey. Alles zweigleisig war. Jetzt hier mal. Ey, wisst was? Ich werde es mal bewusst entgleisen. Einfach nur um zu sehen, ob es überhaupt noch funktioniert mit dem Entgleisen. Weggeblieben. Und? Ja. Funktioniert nach wie vor. Cool. bitte einmal aufgleisen. Die arme Lok hier. Teilst du mir für das, was ich dir angetan habe? Okay. Ja, ich werde auf alle Fälle noch eine zweite Episode machen, dass wir hier bis zum Holzfäller kommen. Nichtsdestotrotz, schreibt es mir wirklich in die Kommentare rein, ob ihr mehr Railroads Online sehen wollt, jetzt von mir. Ob ihr sagt, nee, lieber was anderes. Bitte unbedingt reinschreiben. Also, bis dann, wünsche ich eine gute Fahrt und hoffentlich keine Unfälle bei der Fahrt. Tschüss. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.